ich dich. Ja! Drachenreitern ist nicht zu spaßen. Thank you.
womit haben wir es denn hier zu tun? Es ähnelt den Schmelzöfen Razzatans und doch... Studieren geht über Theoretisieren, meine Lieben. Halt! Die Apparatur darf nicht berührt werden! Vridra! Entschuldigt, Varsha. Nicht doch. Es bedarf keinerlei Maskerade mehr. Nennt mich ruhig bei meinem Namen. Doch muss ich gestehen, dass dies kein angemessener Ort für ein Wiedersehen ist. Und auch die Umstände sind verstörend. Plünderei, ist das euer Ernst? Das würde ich gern vehement abstreiten, aber letztlich lässt es sich wohl schwer von der Hand weisen. Ehrenwerter Vridra, besitzt ihr Kenntnisse über diesen eigentümlichen Apparat? Alchemisten fertigten ihn an, in meinem Auftrag. Es ist ein Siegel. Und was genau versiegelt es? Am besten seht ihr selbst. Ich bin der Einzige, der dieses Siegel zu lösen vermag. Und selbst jetzt ist es nur für kurze Zeit. Ein Riss im Gefüge der Dimension? Nein. Es mag klein sein, aber das ist ein funktionstüchtiges Nichtsportal. Würdet ihr uns mehr dazu erzählen, weshalb es sich an einem solchen Ort befindet, beispielsweise? Ehe ich dazu komme, will ich euch eine uralte Geschichte aus dem fernen Süden erzählen.
Es begab sich vor mehr als 5000 Jahren, dass das Alagische Kaiserreich sein Auge auf Miracidia warf und zur Invasion ausrückte. Die Bewohner des südlichen Kontinents sammelten sich unter den hohen Schwingen Bahamuts und Tiamats und boten den Invasoren die Stirn. Doch als Bahamut fiel, wendete sich das Blatt endgültig zugunsten der Alaga. In ihrer Not blieb den Bürgern Miracidias nur noch das Gebet und ihr Ruf wurde von den Primae erhört. Auf der anderen Seite stand Xander, der um den Pakt mit einem Nichtswesen des höchsten Ranges buhlte. Der Wolke der Dunkelheit. So prallten die beiden Mächte aufeinander. Miracidia und seine Primae gegen das Alagische Kaiserreich und die Herren des Nichts. Die Schlacht war ebenso grausam wie tragisch. Eine Geschichte, mit der wir selbst gut vertraut sind. Ihr aber, ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, nicht wahr? Das habe ich. Ich vernahm den Klageschrei Tiamats und flog, so schnell mich meine Schwingen trugen. Ich und... Ashtaya. Ihr müsst wissen, uns Drachen ist das Konzept von Geschlecht unbekannt. Doch in euren Worten kann man sie meine ältere Schwester nennen. Ich erwähnte bereits, dass ich der Jüngste meiner Brut bin. Und Ashtaya, sie zog mich auf. So war sie bei mir, als Tiamats Ruf an unser Ohr drang. Gemeinsam zogen wir nach Süden und stellten uns der Armee der Nichtsgesandten. Doch für jedes Wesen, das wir entzweirissen, rückten weitere nach. Die Massen nahmen kein Ende. Und im Angesicht dieser unaufhörlichen Flut ließ sich Ashtaya auf ein Wagnis ein. Sie stürzte sich in das Nichts, um der dunklen Armee direkt in ihr Herz zu stoßen. Selbstredend folgte ich ihr, ohne das kleinste Zaudern. Doch als ich an dem Kristallturm ankam, der über der Alagischen Basis thronte, schloss sich das Portal vor meinen Augen. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Schwester gesehen habe. Seither ist sie verloren. Ich muss zurücknehmen, was ich eben sagte. Scheinbar bin ich mit dieser Geschichte keineswegs vertraut. In den Archiven des Kristallturms wird diese Begebenheit mit keinem Wort erwähnt. Für das Alagische Kaiserreich war es wohl auch nicht von Belang. Ein verzweifelter Drache, der sich in das Nichtsportal warf und nie wieder herauskam. Ich hingegen suchte unbeirrbar nach einer Spur. Doch mit dem Fall des Alagischen Reiches ging auch die Technologie verloren, die eine Nichtspforte in der Größe eines Drachen zu öffnen vermochte. Meine Suche nahm ein jähes Ende. Nichtsdestotrotz stehen wir gerade vor eben solch einem Portal, versiegelt von der Alchemie Razzatans und eurer Kontrolle unterstellt, nicht wahr? Es ist älter als Razzatan selbst. Ich stieß darauf, während ich fieberhaft nach einer Spur zu meiner Schwester suchte. Es schien sich auf dem Grund des Meeres gar von selbst geöffnet zu haben. Doch diese Pforte ist zu klein für den Leib eines Drachen. Erst als Razzatan geboren war und mir die Alchemisten zur Seite standen, konnte ich mich ihr wieder zuwenden. Ich habe ihnen so viel zu verdanken. Nach jahrzehntelangem Streben gelang es ihnen, das Portal auf die Größe meiner Marionetten zu erweitern. Du hast schon einmal von Ashtaya gesprochen, als es um Midgard Sommers Schuppen ging und du deine Brut um Erlaubnis gebeten hast. Nur von ihr hast du keine Antwort bekommen, nicht wahr? Das war also der Grund.
In dem Körper einer meiner Marionetten trat ich also in eine andere Welt. Doch meine Schwester fand ich nicht. Nur unzählige Nichtswesen, die sich der nunmehr geöffneten Pforte gierig entgegendrückten. Und mir blieb keine andere Wahl, als dem Nichts den Rücken zu kehren. Weil sie sonst früher oder später über die Insel hergefallen wären. Du hast die Suche nach deiner Schwester aufgegeben, um Tafnir zu beschützen. So konnte Ashtaria jenen Ruf nicht beantworten, denn er drang gar nicht erst zu ihr vor. Sie harrt im 13. Splitter. Es war eine weise Entscheidung, augenblicklich umzukehren. Selbst einem hohen Drachen droht in dieser Welt die Gefahr, sich früher oder später in ein Wesen des Nichts zu verwandeln. Du hast sie gesehen, die Welt der Dunkelheit. Und ich dachte, ich würde sie nicht lebend verlassen. Ja, ohne Une, Doga und Nero hätte es böse enden können. Und erinnere dich nur daran, was mit Nero geschehen ist. Sein Äther war völlig aus den Fugen geraten. Und selbst sein Körper hatte bereits begonnen, sich zu verändern. Leider müssen wir davon ausgehen, dass er sich nach einer gewissen Zeit gänzlich in ein Nichtswesen verwandelt hätte. Oh, Schwester. Oh, nein, 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 bitte verzeiht. Dies ist lediglich eine Theorie, keineswegs eine Gewissheit. Die Schuppen eines hohen Drachen halten selbst den stärksten Ätherschwankungen stand, weswegen ihr sie als Basis für den Seelenwächter gabt. Vor ihnen müsste sich auch das Nichts beugen. Was mich auf eine Idee bringt. Die Seelenwächter sollten nach demselben Prinzip auch im 13. Splitter funktionieren. Meine Schwester verschwand vor mehr als 5000 Jahren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und ich bin kein Jungdrache mehr. Ein ganzes Land findet nunmehr Schutz unter meinen Schwingen. Ohnehin kam ich lediglich hierher, weil ich Eindringlinge spürte und sie davon abhalten musste, das Portal zu öffnen. Und den Schatz zu entwenden, selbstverständlich. Könnte ich meine Erinnerung doch gleich mit versiegeln. Thank you.
Ich danke euch, dass ihr euch so zügig eingefunden habt. Alles Gold, Silber und Geschmeide, vom Himmelsheer herangetragen, hortete ich in Al-Sadals Auftrag. Der Schatz Tavners, sicher verwahrt für Zeiten der Not. Derlei Zeiten sind angebrochen. Die Schatten des Weltuntergangs ließen die Farben unserer Heimat verblassen. Und es ist an uns, sie von Neuem erstrahlen zu lassen. Früher hätte ich mich damit vertrauensvoll an Ahevan gewandt. Seine Abwesenheit schmerzt Tavner nach wie vor. Doch wir müssen voranschreiten, um sein Vermächtnis in Ehren zu halten. So will nun ich euch führen als euer Magistrat. Zunächst muss der Schatz in bare Münze getauscht werden. Er soll als finanzielle Stütze für die Handelshäuser Jedlimats dienen, um ihnen zu neuen Schiffen zu verhelfen und den Handel Tavners zu beleben. Natürlich sind sie nicht die einzigen, die von der Katastrophe schwer getroffen wurden. Das ganze Land hat geblutet und gelitten. Doch bin ich davon überzeugt, dass gesunder Handel auch unsere Fischer und Handwerker stärkt. Mit Khalsal verloren wir eines der größten Handelshäuser Tavners und zahlreiche Seelen somit ihren Halt. Was soll aus den Kindern werden, die in all dem Chaos zu Waisen geworden sind? Sie bereiten mir besonders große Sorgen, das muss ich gestehen. Mit bloßem Giel ist es hier nicht getan. Geht das Geld erst aus, finden sie sich früher oder später abermals auf kalten Straßen wieder. Für sie muss eine andere Lösung erdacht werden, die ihnen langfristig Schutz und Hilfe gewährt. Deine Meinung würde mich dazu besonders interessieren, denn du hast auf deinen zahllosen Reisen schon so viele Schicksale berührt. Die Händler selbst sollten zur Verantwortung gezogen werden. Eine äußerst elegante Lösung. Wahrlich ein herausragender Anstoß. In diesem Sinn, wenn ein Händler Unterstützung erhalten will, muss er sich dazu verpflichten, einen Teil seines Gewinns an eine Stiftung zu spenden. Sie soll den Bau eines Waisenhauses finanzieren. Eine jede Stiftung benötigt jedoch auch ihren eigenen Namen. Khalsal, er hatte ein gutes Herz und sein Name sollte nicht nur für Schrecken stehen. Khalsal? Ja, ein weiser Vorschlag. Die Leute sollten ihn wahrlich nicht als Blasphemität in Erinnerung behalten. Er konnte nichts dafür, dass seine Nächstenliebe ihm zum Verhängnis wurde. Und doch verbinden ihn so viele mit dem Leid, das die letzten Tage über uns brachten. Wie denkt ihr darüber? Mit Verlaub, sein Schicksal hätte uns alle ereilen können. Es schmerzt mich, dass wir ihn nicht davor bewahren konnten. Trotz all dem Leid hege ich keinen Groll gegen ihn. Und so geht es sicher nicht nur mir. Dann sollte sich dieser Bengel Mera doch nicht mehr für Halsabschneider hergeben müssen. Nun gut. Dann rufe ich die Khalsal-Stiftung hiermit offiziell ins Leben. Beginnen wir sofort mit den notwendigen Schritten. Nabdin, forme einen Sondertrupp und lasse ihn die Straßen patrouillieren. Sein ganzes Augenmerk soll dem Schutz der Waisen gelten. Thank you.
Aktivitäten der Stiftung sollen unverzüglich beginnen. Daphnes Bedürftige sollen keinen Moment länger ohne Hilfe harren. Drachen und Sterbliche erheben sich gemeinsam über das Leid. Ishgard, wir sind bald gekommen. Da seid ihr ja. Also, was hast du herausgefunden? Nun, ich habe mir den Apparat genauer angesehen und kann bestätigen, dass er das Portal erfolgreich versiegelt. Ob man es mit ihm jedoch auch vergrößern kann, bleibt unklar. Wie Vritra bereits sagte, dazu müssen wir die Technik der Alchemisten von einst nachvollziehen. Doch der Zahn der Zeit hat uns dieses Wissen längst geraubt. Du hättest uns kaum herbestellt, um uns zu sagen, was wir ohnehin schon wissen. Also, wie kommen wir in eine andere Welt? Nur Geduld, dazu komme ich nun. Um von einer Welt zur anderen zu reisen, muss der interdimensionale Raum überquert werden. Das geschah beispielsweise, als du in den ersten Splitter gerufen wurdest. Der Kristallexarch bediente sich dazu des Kristallturms und der sprichwörtliche Schlüssel dafür war ein Objekt, das du berühren musstest. Es stieß ein Loch in die Barriere zwischen den Welten und du fielst in den Raum dazwischen, wenn man so will. Weder kann er einer bestimmten Welt zugeordnet werden, noch herrschen dort die uns bekannten Naturgesetze. Der Zauber des Exarchen zog dich schließlich aus diesem Riss wieder heraus. Zwischen den Dimensionen sind Raum und Zeit auf andere Weise miteinander verwoben, als wir es kennen. Und doch wurde dir ein direkter Weg gebahnt.
Vom Ursprung in den ersten Splitter. Man kann es nur als Wunder beschreiben. Aber wie kommen die Nichtsgesandten dann in den Ursprung? Ah, eine ausgezeichnete Frage, lieber Estinien. Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten offen, aber die häufigste ist wohl die Beschwörung mittels der Nichtsanrufung. Lasst es mich an einem Beispiel erläutern. Gargoyles dürften dafür genau das Richtige sein. Zunächst bedarf es selbstverständlich eines Beschwörers, der ein Nichtswesen rufen will. Durch einen simplen Zauber öffnet er ein Nichtsportal. Exemplare niederen Ranges, wie etwa Imps, können dank eines solchen Portals heil in den Ursprung gelangen. Doch für mächtigere Nichtsgesandte reicht das nicht aus. Sie benötigen eine größere Pforte, die nicht durch die Kraft eines einzelnen Beschwörers zu öffnen ist. Deshalb wird bei einer Nichtsanrufung auch nur eine Seele in unsere Welt geholt. Ganz so, wie es uns damals im ersten Splitter ergangen ist. Das bedeutet auch, dass der wahre Körper des gerufenen Nichtswesens im 13. Splitter verbleibt. Stattdessen erhalten die gerufenen Seelen hier auf dem Ursprung einen neuen, vorübergehenden Körper. Dabei muss ein passendes Gefäß für den Seelentransfer bereitstehen. Für Gargoyles haben sich Steinstatuen als geeignet erwiesen. Verstehe. Bei einer solchen Anrufung spielt der Beschwörer also die Rolle des Wegweisenden. Ganz genau. Grundlegend sind zwei Faktoren für einen Sprung durch den interdimensionalen Riss ausschlaggebend. Eine Art Führung auf der Seite des Beschwörers und das Wohl des zurückgelassenen Körpers. So verhielt es sich also auch mit den Nichtswesen, denen wir uns vor so vielen Jahren entgegenstellten. Die allergischen Beschwörer lenken sie in unsere Welt. Nur wenn sich eine planare Spalte auf natürliche Weise formt, gibt es eine solche Weisung nicht. Doch auch ohne sie finden die Wesen des Nichts ihren Weg hierher. Was mich die Frage stellen lässt, weshalb ist es gerade der 13. Splitter, zu dem sich solche Verbindungen von selbst formen? Genau dieses Mysterium ist der Schlüssel zur Reise zwischen den Welten. Faszinierend. Und wie gedenkst du, dieses Geheimnis zu lüften? Nein. Doch. Auf zu neuen Abenteuern, nicht wahr?
Aber ich sagte doch bereits, dass ich die Suche aufgab. Die Kunst, das Portal zu vergrößern, ist längst vergessen. Und selbst wenn es euch gelänge, hindurchzuschreiten, so lauern auf der anderen Seite doch nur Horden hungriger Nichtswesen. Völlig korrekt. Und ohne Hilfe kann ich daran auch nichts ändern. Zum Glück bin ich jedoch nicht alleine. Im Gegenteil, an meiner Seite weilt eine gewisse Abenteurerin, die die Wolke der Dunkelheit bezwungen hat. Direkt im 13. Splitter. Oh ja, das klingt aufregend. Ich bin dabei. Das freut mich zu hören. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Und dafür danke ich dir. Ich persönlich würde auf der Stelle durch das Portal in den 13. Splitter schreiten wollen, aber nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis Razzatans. Und öffnen kann es ja nur der Magistrat. Ihr bringt mich in eine missliche Lage. Keinen Wunsch will ich euch hier abschlagen müssen, doch. Nein, die Sicherheit der Kinder Tafnir steht an oberster Stelle. Selbstverständlich. Wir geloben, keine einzige Kreatur des Nichts auf die andere Seite gelangen zu lassen. Ohnehin müssen wir diese Pforte erst vergrößern. Und wie sollen wir das anstellen? Genau das würde ich euch gerne fragen, Vritra. Haben die Alchemisten damals nicht erläutert, wie genau sie das Nichtsportal zu manipulieren gedachten? Nun, zu der Zeit forschte die Demi-Familie daran. Die Familie, nach der Demirs Werk benannt ist? Ganz recht. Die Feinheiten ihrer Methoden sind mir nicht bewusst. Doch ich erinnere mich daran, dass sie einen Nichtsgesandten aus der Spalte untersuchten. Sie schufen eine Art Marionette mit den Fähigkeiten einer solchen Kreatur und mit ihr gelang es ihnen, das Portal zu vergrößern. Ein künstliches Nichtswesen also. Das Haus Demir hatte stets viel Bewunderung für die weisen Schalayans übrig. Seit jeher hegten sie den Wunsch, ihre Forschung von ihnen anerkennen zu lassen. Doch als sie ihre Studien zu künstlich erschaffenen Nichtskreaturen einreichten, begegnete man ihnen mit Empörung und verbot ihre Schriften. Verboten, aber sicher nicht vernichtet. Schalayan bewahrt auch solche Schriften auf. Das war lange Zeit vor der Gubal-Bibliothek, also... Das Numenon! Davon gehe ich aus, ja. Kehren wir also nach Alt-Scharlayan zurück. Auf staubige Bücher kann ich verzichten. Ich gehe mir lieber unseren jungen Schmierenkomödianten schnappen, um ihm von Vritras neuer Stiftung zu erzählen. Wollen wir? Sie wollen also tatsächlich ins Nichts reisen? Welche Prüfung wird mir hier nur auferlegt?